Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Möglichkeit Glamour. Dann lassen wir ein bisschen Abstand. Dann nehmen wir uns noch mal ein paar Blümchen. Dann hätte ich gern die. Kriege ich hier leider nicht mehr hin. Stellen wir das halt dahin. Dann benötige ich noch mal einen Heizkörper. Da. Richtig. Fertig. Dann nehmen wir Objekte. Großer Heizkörper. Da. Da. So. Dann nehmen wir uns ein paar Bänke. Da habe ich nicht mal genau gegenüber gesetzt die Tür. Naja, schade. Dazu hätte ich jetzt gerne. Ihr braucht auch keine Toilette hin oder geschweige irgendwas anderes, weil das reicht. Ihr braucht eigentlich auch kein Getränkeautomat oder sowas hin. Das tue ich jetzt fürs Personal. Ja, dass hier ein Getränkeautomat hinkommt. Hier ein Energie-Ding, hier ein Snack, nur die wichtigsten und Snacks. So. Haben wir das nämlich auch und weiter geht's. Jetzt einmal gerade gucken, hier haben wir zwei, da haben wir zwei, so bleibt es. So. Dann gehen wir bei... Räumen hier ein bisschen auf. So. Wunderbar. Eine Toilette oder so muss da eigentlich nicht hin. Also absolut nicht. Die kommt hier vorne hin. Und dann passt das nämlich. Den Raum nehmen wir hier mal, bearbeiten. Ganz darüber. Jetzt haben wir gerade kein Geld, aber das macht nichts. So. Aber so sieht das doch schon mal viel besser aus. Ja, die werden jetzt gerade hier alle zugewiesen. Normalerweise müssten wir hier überall drei zuweisen, aber wir haben leider noch nicht so viel Personal. Befördern, befördern. Ich würde mir aber keine allzu großen Sorgen machen. Diese fantastischen Männer und Frauen, die in unseren Krankenhäusern arbeiten, werden sicher bald ein Heilmittel gefunden haben. Und wenn nicht, bleibt uns immer noch die Musik. Hier der nächste Song für euch. Nee, ich hätte diesmal mal weg. Hätte das ist doch Diagnose richtig. Oder? Patientenbetreuung wäre natürlich auch ziemlich nice, ne? Aber ja, machen wir denn keinen Ton mehr? Ist jetzt so leise hier. Keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich muss auf jeden Fall noch ein Zimmer hiervon bauen. Dahin. Der Raum kann dann auch weg. Später der Pausenraum kann auch weg. Wir kommen jetzt auf jeden Fall gut voran gerade. So läuft das ganz gut.
Dann können wir uns bald darum kümmern, dass wir wieder updaten. Nochmal abwarten. Es läuft eigentlich. Eine. Ist echt ehrlich. Also. Weißt du was? Ich muss ja. Es bleibt mir irgendwo keine andere Möglichkeit, wie noch ein Allgemeinmediziner. Machen. Wir haben leider gerade keinen über. Ja, gut. Wir können uns aber auch noch mal gerne unser Personal angucken. Joblisten einmal durchgucken. Allgemein ist okay. Auch, auch, auch. Der soll da arbeiten, der da. Und der Rest ist auch alles okay. Gut. Das Jahr ist fast vorüber. So, dann gucken wir uns das nächste Jahr an. Haben wir uns denn weiterentwickelt? Patientenpreis aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, keine Toten, bestens in der Krankenhaus. Also wir kommen auf jeden Fall gut voran, meiner Meinung nach. Nur, wir sind hier in manchen Bereichen, haben wir einfach zu wenig Spritzenhaus. Ja klar, können wir machen. Zu wenig Leute. So, der Fortbildungsraum. Also, ich will keine Fortbildung machen. Ich möchte gerne den Raum anklicken. So. Arbeit. Nein. Gib mir doch bitte den Raum. Oh. So. Der Raum kann ich. Instandhaltungsdurchsage. Und dann machen wir den auch ein bisschen größer. Ach, scheiße. Nein, nein. Nein, 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 nein. So, bearbeiten. Machen den ganzen Raum mal in größer. Lass mich gerade so ein bisschen... Ich versuche jetzt einfach hier mal mehr reinzubekommen. Ja. Ich glaube, dass wir da jetzt einigermaßen mehr drin haben. So. Jetzt nehmen wir noch den Pausenraum. Entfernen wir hier. Und dann setzen wir jetzt auch mal hier hinten hin. So. Boxsack. Da noch ein. Einfach, dass wir dadurch so ein bisschen die Leute zufriedener stellen können.
Gucken, ob wir 5 voll kriegen. Wäre ja schon ziemlich nice. Wenn hier noch ein Stück. Na gut. So. Mal den Pausenraum auch schon mal vergrößert. Jetzt hiervon noch mal eine Kopie. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Leider kein Allgemeinmediziner. Ja, ist okay. So. Auch unbedingt mehr Allgemeinmediziner, ne? Aber wo soll ich mir die wegnehmen, ne? Kann mir ja auch keine stricken. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wer braucht das nicht? Ja, auf jeden Fall. So. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gebaut werden. Wird nur nicht leichter gerade. Wie sieht's jetzt hier um? Hier haben wir ganze 2 Patienten. Der dritte kommt. Hier haben wir einen. Klasse. Ja, man arbeitet das natürlich auch extrem weg, ne? Und wenn man sich das hier anguckt, ja, wir haben ja hier halt ein bisschen was zu tun. Aber, ja, so viel nicht. Wenn ich mir das hier angucke, haben wir ein Problem mit Allgemeinmedizin. Offenbar hat er an den einarmigen Banditen über 200 Pfund gewonnen. Phänomenal. Das ist gerade so ein Problem, ne? Der Rest ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Wir haben halt einfach keine Ärzte. Ja. Jetzt mal wieder ein bisschen Gehalt angleichen. Oh. Das fuckt gerade ab. So, hier kommt eine Toilette rein. Des Herzrasers gebeten. Trockner, Handtrockner, Waschbecken. Einmal eine große Heizung und Ruhe. Fertig. So, dann haben wir da auch schon mal eine Toilette. Dann können wir eigentlich noch beigehen, weil hier auch der Pausenraum ist. Und einmal hier wirklich alles, was das Herz begehrt, aufstellen. Den und dahin und den dahin. So, dann haben wir da auch alles. Gut, weiter geht's. Ich hoffe, wenn die jetzt hier Pause machen, dass sie dann auch Bock haben, hier sich was zu nehmen. Kunden gehen hier gerade auf jeden Fall hin. Das freut mich. Jetzt gucken, Hausmeister. Der ist richtig gut, den stellen wir nochmal ein. Assistenten, nein. Krankenpfleger, Spritze, Diagnose, eigentlich fast alles. Außer den hätte ich gerne. Du darfst nur nicht da arbeiten. Sonst kannst du überall arbeiten.
Hier haben wir leider wieder nichts. Okay, weiter geht's. Was macht mein Kurs? Ist immer noch zu Gange. Also ich krieg's Personal auch nicht zufriedener gestellt, ne? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Nicht zu überarbeiten. Ja, ich würde ja gerne noch ein paar Ärzte ein. Oh, den will ich haben. Benötigt. Auf jeden Fall einen neuen Allgemeinmediziner. Komm. Danke. Deine Jobliste hätte ich gerne. Allgemeinmedizin ist okay. Renten, nein. Ja doch, komm, kannst du. Aber Therapie und sowas. Nein, danke. So, dann haben wir schon mal wieder einen neuen. Eieiei. Und dich stellen wir auch noch ein. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Aber Sie sie vorfinden möchten. Sollst dann wirklich und nicht, wie Sie erwarten, nur sie tatsächlich in der Therapie wieder arbeiten. Der ganze andere Gedöns kommt dann aus. Dann haben wir da auf jeden Fall nochmal einen Ersatz. Sehr schön. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Allgemeinmediziner. Also in 4 Tagen ändert sich nochmal die Liste, dann bin ich gespannt. Odyssey zu spielen, ohne Moos durch die Nacht. Leider haben wir die Rechte nicht. Wie wäre es 2 Tage, ein Tag. Ja, mal wieder nicht zwei. Echt, wo wir den eigentlich gebrauchen können. Hat aber keinen Platz frei. Dann weiß ich nicht, als was die arbeiten möchte. Ja, eigentlich in diesem ganzen anderen Kram, ne? Gib mir mal die alte. Du, nein. Und der Rest alles ja. Fertig. Genau. Und woanders kann sie überall arbeiten. Fertig. So. Weil uns fehlt ja hier was und dies nicht in ist. So, ist mein Kurs beendet? Nein, noch nicht. Okay, morgen. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wir haben hier nur hochgradiges Personal drin. Und dann so eine Scheiße. Also... Okay, gucken wir hier mal. Erhalten Sie 500 Forschungspunkte, Zeitbegrenzung, Belohnung, 25 Zufriedenheit und... Keine Ahnung, ob ich das schaffe, werden wir sehen. Krankenschwein leitet der Hausmeister, hat sich entschlossen, doch zu. Okay, Dankeschön. Und okay. 7 von 7 Patienten geheilt. So muss das nicht. Auch unbedingt mehr Ärzte. Da muss ich auch für meine Allgemeinmedizin wirklich nur die allgemeinen Leute da reinsetzen. Und Diagnose ist wirklich für die ganzen anderen Sachen. Also da. Boah. Den können wir schon mal wieder einstellen. Der kann dann gleich lernen gehen. Dankeschön. Haben wir noch einen, der lernen kann? Nein, nein, nein. Alles klar. Gut. Wir müssen Allgemeinbildung. Allgemeinmedizin ja nach oben kriegen. Einen Teilnehmer, einen da rausnehmen, den da rein, Kurs starten. Funktioniert. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Und ich bin jetzt der Meinung, Spritze 3 und das auf, machen das auf 3 und den auf 3. Und dann das noch. So, und dann sind wir eh pleite. Pleite. So, wo ist mein Typ, der jetzt zur Allgemeinmediziner ausgebildet wird?
Ich sage auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.